und herzlich willkommen. Das sind die Dashcam Stories Folge 96. Und ich muss euch mal sagen, ich hätte nie erwartet, dass ihr den Kanal nicht nur verfolgt, sondern sogar bereit seid, mit Spenden und Mitgliedschaftsbeiträgen diesen finanziell zu unterstützen. Das ist der Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Und so ein bisschen wahnsinnig finde ich ja diesen Motorradfahrer auch. Ich selber fahre ja kein Motorrad, aber für mich wirkt es schon relativ knapp und eng, was der da tut. Oder täuscht das? Huch, was ist denn das? Oldtimer! Scheint, der hängt nicht wirklich an seinem Auto. Aber du fährst auch echt wild. Oh, Sonne, Palmen, Kreisverkehr. Na, mit der spanischen Ruhe wird das doch viel besser gehen. Es sei denn natürlich, in jedem Auto sitzt ein deutscher Tourist. Das war jetzt aber gemein. Wie kannst du da nur wenden? Da rechnet doch keiner mit. Hey, aber ganz ohne Gehupe einfach nur kurz vom Gas gehen. So funktioniert's. Da vorne kommt ein Schild. 80 und Warnung vor Radarkontrollen. Ups, die meinten das wohl ernst. Doch, doch, sie hat bestimmt links geschaut. Das war nur schon eine Weile her. Ja, man kann so Herrschaften auch mal rüberlassen. Eine Positivente für dich. Fabian? Nein, LKW. Ach, das Lied, so schön, das mögen meine Kinder auch. Huch, was ist das denn? Oldtimer! Leonie, die Mama fährt doch nicht zum ersten Mal. Okay, verliebt. Oldtimer! Ein Käfer! Ach Mist, da blockiert ein RTW die Straße, da kommen wir gar nicht durch. Verscheucht sogar den Fußgänger vom Gehweg. Muss ein Trottoir-Teichhuhn sein. Der ist aber nicht ganz dicht, oder? Gerade daran erkennt man sie ja. Der hatte doch gar nicht vor, anzuhalten. Ja, genau, da haben wir pack, pack. Na, Scheide, BMW. Pack, pack, pack. Über die links über. Es geht ja 80 hier. Wahnsinn. Haben wir wieder einen Deppen. Und jetzt biegt er ab, Scheier. Aber er hat nochmal überholt. Also, was bringt das? So. Och, hat er das nicht Quarkwedel fein gemacht? Empfindliche Menschen, Augen zu! Nur durch ein paar dämliche Fragen zur rechten Zeit gerettet. Und wieder auf. Ja, ihr wisst doch, der macht das immer so. Der wollte den LKW ein bisschen erschrecken, damit der auch Gas gibt. Du hörst eines meiner Lieblingsbücher. Oder Albert Einsteins Relativitätstheorie mit einem dämlichen Wortspiel begann. Bevor er aber auch nur ein einziges hat er wohl Wort gut erschreckt. Oh, es fehlt noch einer zur Kategorie Radfahrer müssen unbedingt überholt werden. Bitteschön. Und nein, das war eigentlich noch gar nicht eng. Das ist eng. Der könnte an die Scheibe klopfen. Selbst wenn du den Abstand nicht kennst, müsste doch der gesunde Menschenverstand sagen, dass das zu eng ist.
Und da vorne kommt Autofahrers Best Friend. Ey, kommt, seid ehrlich, niemand fährt gerne hinter irgendwas hinterher, sei es nur ein Fahrradfahrer oder ein Traktor. Ja, und dann auf den Bürgersteig. Oh mein Gott, ey. Willst du auch noch über die Fußgängerampel laufen oder fahren? Hey, nach der Ampel gäbe es sogar noch eine Fußgängerzone. Ja, natürlich fahren wir über die Fußgängerampel. Ja, das ist ja auch nur eine Fußgängerampel. Eine Fahrradampel, ey. Ein Minischweinchen. Oh je, wo eins ist, oh, schnell weg. Wie anstellen? Auf keinen Fall kann man sich hinter LKWs anstellen. Wo käme man denn dahin? Hier durfte man doch immer links abbiegen. Ach, ich quetsche mich einfach rein. So oder so ähnlich müssen doch die Gedanken in manchen Köpfen lauten. Oh, ein Ziehharmonika-Effekt. Wo? Na hier, gleich vor uns. Ja, die linke Spur fällt weg. Und die wollen beide noch dran vorbei. Nur dummerweise ist hier auch noch 120. Und du baust schon mal Abstand auf. Die müssen ja alle drei da noch rein. Und voilà. Ziehharmonika-Effekt. Quetsch, quetsch. Oh, Magie. Jetzt ist er weg. Jetzt hätte man ganz normal fahren können, ohne irgendwen zu bedrängen oder zu nötigen. Heute gehören sie fast zum Alltag auf unseren Straßen. Aber als sie vor ein paar Jahren das erste Mal gesichtet wurden, gab es einen Aufschrei. Oh Gott, die filmen uns, die machen Fotos von uns. Heute gehört Street View doch fast schon zum Standardtool. Ich benutze das ganz oft, meistens wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich noch nie war und einen Parkplatz brauche. Dann sondiere ich schon mal die Umgebung via Street View, wo man da gut parken kann. Ja, und natürlich auch, um die Geschwindigkeitsbeschränkungen rauszukriegen, wenn man sie nicht sieht im Video. Oder um herauszufinden, in welchem Land man ist. Und ihr? Wozu nutzt ihr Street View? Also das ist jetzt nicht sehr schlau. Ja. Warum in drei Entnahmen bleibt man da stehen? Wenn eines der Motorräder nicht mehr geht, na dann los, schieb's weg. Aber bleib da doch nicht stehen und ratsch. So kommt doch auch niemand mehr vernünftig in den Parkplatz rein. Und umfahren möchte euch doch eigentlich auch keiner. Oh ja, eine Engstelle und uns kommen Autos entgegen, die das Hindernis auf ihrer Seite haben. Na, ihr wisst, was passiert. Oder besser, was nicht passiert. Ah, recht her, ich hätte mich das nicht getraut. Ich wäre rangefahren oder abgestiegen. Solche Situationen sind für mich Antinomien. Wir fahren auf der linken Spur, möchten überholen und versuchen, unseren Sicherheitsabstand wenigstens halbwegs einzuhalten, auch wenn es jetzt etwas enger wird, weil der vor uns bremst. Der rote Volvo neben uns hält sich ans Rechtsfahrgebot, hat jetzt aber ein Hindernis vor sich, blinkt und möchte ganz gerne rein. Nun, auch er möchte nur seine Geschwindigkeit weiterfahren, ist ja schließlich rechts geblieben, damit andere überholen können. Jetzt ist er aber darauf angewiesen, dass ihm jemand eine Lücke macht, die groß genug ist, dass er auch rüberkommt. Und so richtig hellseherische Fähigkeiten brauchte man jetzt auch nicht, um zu erahnen, was der vorhat. Das heißt aber nicht, dass er auf Biegen und Brechen uns in den Sicherheitsabstand fahren darf. Aber das Ganze da draußen funktioniert auch nur, wenn man auch ein bisschen auf die anderen schaut. Jeder hat doch mittlerweile ein ungutes Gefühl dabei, auf die rechte Spur zu wechseln, wenn da auch LKWs fahren. Man weiß ja nie, ob man wirklich jemals wieder rüberkommt. Und nicht jeder macht's dann mit der Ellenbogentaktik, wie eben dieser rote Volvo gerade. Und hier hätte er auch nicht allzu viel verloren. Er wollte ja eh abfahren. Oh, wenn du schon fährst, dann gib wenigstens Gas. Und wenn du das nicht kannst, dann fahr halt nicht. Vor allem, wenn hinter uns alles frei ist. Wie dumm bist du denn, Alter? Und jetzt über die Sperrfläche rüber. Jawohl. Manuelle Aufnahme aktiviert. Wie dumm bist du? Ich wiederhole meine These. Hinter LKWs herfahren? Niemals, das geht doch nicht. Ja, ja, Verkehrsregeln, da kam doch keiner. Das ist doch eh immer die Standardausrede. Wie kann man nur so dumm sein?
Ich weiß nicht, ob dumm wirklich das richtige Wort dafür ist. Krasser Mensch. Das sagt mein Mann auch immer. Da geht es aber meistens darum, dass Leute sich nicht um andere Leute scheren oder um Regeln kümmern. Die tun Dinge einfach nur, weil es für sie gerade besser ist, ohne Rücksicht auf Regeln und ohne Rücksicht auf andere Leute. Und leider nimmt das immer mehr zu. Oh, nach dem ganzen Gemecker und Gemurre doch ein bisschen Romantik. Ein Flieger im Sonnenuntergang, im Landeanflug. Oh. Sag er, da ist einer am Land. Oh, ist das ein schönes Bild mit dem. Oh Gott. Das Lied hat schon seine gewisse Wahrheit. Über den Wolken. Ach, schön. Das ist doch eine wunderbare Schlussszene. Vielen lieben Dank an alle Videoeinsender. Und nun liken, einen verträumten Kommentar hinterlassen und falls noch nicht passiert, unbedingt abonnieren, die 10.000 sind ganz nah. Aber am allerwichtigsten, kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi!